Willkommen zurück zu Silent Hill 4 The Room. Schon wieder eine Weile her, dass ich aufgenommen habe, wie immer. Deswegen muss ich erstmal die Lage hier checken. Das ist total schön. Ich glaube, draußen brauche ich jetzt nicht hingucken. Gab es irgendwas, was ich hier mitnehmen wollte? Wollte ich irgendwas mitnehmen? Ich weiß es nicht. Muss mal mitnehmen. Revolver. Sollten wir den Revolver mitnehmen? Oder eine Fackel? Schwierig. Die Spitzhacke. Ja, so war das. Genau. Ich hatte mich erkundigt, warum ich die Wand nämlich nicht einhauen kann. Weil wir die hier benutzen sollen. Glaube ich. Weil wir jetzt in der parallel anderen Welt sind. Und der Scheiß geht sogar. Das ist ja riesig. Okay. Dann wollen wir mal durchs Loch gehen. So funktioniert das also hier. Denn wir waren ja in der Underwelt. In der Underwelt. Und da wollte er, der Joseph Schreiber, der wollte ja da durch. Und da war die Spitzhacke drüben. Und der Clou ist es halt, einen Durchgang zu schaffen, natürlich in unserer jetzigen Welt. Ja, hätte ich mir auch denken können, habe ich aber nicht. So, dann gehen wir da durch. Muss ich gegen den jetzt kämpfen? Das ist voll gruselig. Ach, ich bin noch an der Ego. Das ist wirklich gruselig jetzt. Da ist unser Loch, da kommen wir her. Und das ist also das, was wir auf der anderen Seite haben. Das ist ja gar nicht gruselig. Hey. Geht's so? Walter? Aber echt. Sein Körper. Er ist in einer Art Rohr verheddert. Soll ich es untersuchen? Nein, noch nicht, bitte. Denn 11121. Okay. Ist hier irgendwas auch? Was ist da im Kühlschrank mit blutgefüllter Beutel und sowas? Ew. Okay. Was haben wir hier? Das muss die Bibel des Kults sein. Willst du irgendwas mitnehmen? Es ist eine Schale aus Obsidian. Ach, wir sind hier in der Ego, klar, weil wir von drüben kommen. Was zum Teufel hat Walter hier gemacht? Ich weiß es nicht. Henry, ich weiß es nicht. Obwohl, ja. Liegt da irgendwas? Ja, dann würde ich sagen, in der Vertiefung ist eine seltsame schwarze Flüssigkeit. In der Vertiefung, okay. Kannst du dann ihn doch nochmal irgendwie angucken? Walter? Ja, da ist etwas in seinem Mantel. Manteltasche nachsehen? Ja. Schlüssel der Befreiung. Extrem böse aussehende Schlüssel. Wie können denn Schlüssel voll böse aussehen? Die Walters Leiche in der Hand hatte. Noch was? Ist das der wahre Walter Sullivan? Er stinkt furchtbar. Ich schätze, er war schon lange hier, bevor ich eingezogen bin. Ist das der wahre? Ja. Krasse Scheiße. Kannst du da oben da noch was? Oder weiß ich nicht. Ist hier noch jetzt was? Na, dann gehen wir wieder, würde ich sagen. Ne? Können wir denn jetzt raus? Können wir die Ketten denn lösen? Oder wie? Wir sind ja jetzt hier. Können wir dann hier den Schlüssel jetzt benutzen? Sie hat den Schlüssel der Befreiung verwendet. Wir kommen raus! Wir kommen raus! Wuhu! Wahnsinn! Die Ketten werden gesprengt.
not here to. Eileen? 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 Okay, die beiden reden nicht. Wie gefährlich ist es jetzt hier? Wie doll muss ich jetzt hier aufpassen? Und kann ich wieder zurück? Ist Eileen jetzt mit mir im Apartment wieder? Hier? Wie geil ist das, dass unsere Tür offen ist? Krass. Okay. Naja, aber ich kann ja wieder zurück ins Apartment. Ich werde jetzt hier mal speichern. Es ist schon... Ja, weil wenn irgendwas ist und so... Nee. So. Krass. Wow. Okay, wir können ja wieder zurück, wenn irgendwas ist. Ich frage mich, gibt es jetzt hier noch ein Loch, wo man überhaupt durchgehen kann? Ja, und wo kommt man dann hin? Dann kommt man wieder zu seinem Apartment zurück. Aber müssen wir das denn überhaupt? Wenn wir das hier haben? Okay. 301. Moment. Ach, okay, wir haben jetzt eine neue Karte, weil ich wollte gerade sagen, wir waren ja eigentlich schon mal hier, aber wahrscheinlich in der Parallelwelt. Nicht in der echten. Die Frage ist, was haben wir hier jetzt? This is our apartment building, but now it looks like some kind of nightmare. Allerdings. Leicht verstörend und erschreckend. Okay, wo kommen wir denn hier hin? Was ist hier wieder? Noch einer. War ja klar, ey. Und noch einer. Okay. Gut zu wissen. Okay. Okay. Das Ritual, das Ritual. Und jetzt haben wir hier so eine Krankenhausvorhänge, was mich wieder so an Alessa erinnert. Bald, bald. Bald wird es beginnen. Sehr bald. Jederzeit. Bald. Es fängt an. Hier sind so eine Löcher. Okay, dann wollen wir mal hier durch die Tür gehen. Eileen, komm. Ich habe keine Ahnung, wo wir sind. Wow. Oh. Okay, da hinten ist Walter. Du bist da, Eileen, sehr schön. Okay, wir sind im Gemäldezimmer und hier ist auch ein Loch. Wow, es ist mega laut gerade. Ich werde jetzt mal eben hier kurz in die Musik-Dings-Soundeffekte hier mal ein bisschen runtergehen. Ja, ich möchte das ändern. Oh. Es ist ein Gemälde von der Person, die früher in dieser Wohnung gelebt hat. Es ist ein... Ja, okay. Da sagt er nichts mehr zu. Was haben wir hier noch? Erklärt es nicht mehr wie vorher. Was haben wir hier? Was ist das? Ein Schwert des Gehorsams. Okay, können wir wieder einen Geist fertig machen mit. Das heißt, es kommen auch wieder Geister. Kaputt. Ist hier noch was? Nix. Bin froh, dass hier gerade kein Geist ist, irgendwie. Okay. Dann gehen wir hier mal durch. Warum ist das so blutig? Wo sind wir hier?
Okay, wir sind jetzt in 203. Vielleicht können wir das ja von der anderen Seite aufmachen. Sagst du da nichts zu? Okay. Oh oh, Geist. Geist! Lass mich durch. Können wir hier... Komm. Wird langsam eng hier. Gibt's hier noch was zum Einsammeln? Nein. Aline, kommst du? Oh, sie ist da, sie ist da, sie ist da. Okay, sehr schön. Wo sind wir hier? Wo ist Walter? 204. Waren wir jetzt hier schon? Nein. Wow! Oh, der macht mir echt... Das ist echt scheiße mit ihm hier. Mit unserem Verfolger. Irgendwo guckt er hin. Oh, ey. Du Arschlecker-Kacktyp, echt. Ja, ist okay. Aber du guckst da irgendwo hin. Ich muss hier um die Ecke. Ah, hier, okay. Wie gemein er ist. Voll fies. Können wir mal hier in die Küche eben? Da ist nämlich, da ist nämlich noch ein Gesundheitsdrink. Da hast du hingeguckt. Sehr schön, okay, komm. So, wo sind wir jetzt? Waren wir hier nicht jetzt auch schon? Ja, wir waren schon in 203. Dann gehen wir jetzt mal hier raus. Komm mal mit, komm mal mit. Madame? Ja. Kommst du mal bitte? Ja, nee, ist klar. Ja, und noch eine. Ist klar. Sind sie jetzt bitte alle tot? Hab nämlich keinen Bock, mit euch nochmal weiterzukämpfen. Bitte lass sie tot sein. Ich habe keine Ahnung, wo wir hin sollen. Wahrscheinlich die Nabelschnur holen. Die ich aber gerade nicht weiß, in welchem Raum die nochmal war. Hier ist noch was. Yep, das nehmen wir auch noch mit. Eigentlich müssen wir sowieso alle Zimmer nochmal durchforsten. Weil wir ja nicht wissen, ob wir was verpassen, was wir mitnehmen können. Okay, wir sind jetzt wieder hier. Can't get out of here? Nein, wir können hier nicht raus. Hier nicht raus und hier ist anscheinend auch nichts. Komm mit. Weiter geht's. Was ist hier? Boah, Walter! Scheiße. Walter ist da. Ist hier noch was? Boah! Nein, 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 nein! Oh, ich muss weg hier. Ich muss weg hier. Ich muss weg hier. Lass mich, lass mich, lass mich. Hier wird nichts, hier wird nichts sein. Ich glaube, wir sind am Arsch hier. Aline, komm. Ich habe aber... Ich weiß echt nicht... Weiß nicht, ob wir da rein müssen, weil da doch noch was ist.
Sollen wir das Wagnis nochmal eingehen und ein bisschen gucken? Guck nochmal. Lass sie los. Ich muss nochmal hier gucken. Da war nix. Nein, nein, nein. Lass Eileen in Ruhe. Komm. Oh, er hat voll Schiss. Komm. Eileen. Ist sie da? Nein, doch. Okay. Hier kommen wir also nicht weiter. Die haben wir doch schon gehabt, ne? Ja. Und da hinten kommen wir nicht weiter. Dann müssen wir jetzt nochmal hier zurück. Und eigentlich würde ich am liebsten Eileen eine Kerze mal geben. Aber ich will jetzt auch nicht hier stoppen. Komm! Ah, du bist da. Gut. Unheimlich hier. Pistolenkugeln, sehr schön. Eine Kerze wäre auch schön. Obwohl wir zu Hause noch welche hätten. 304. Wow. Was ist hier los? Scheiße Geister. Nee, nicht Geister. Wow, andere Viecher. Okay, dann nicht. Eileen. Was ist hier? Okay. Nimm das Ding mit. Gegen was kämpft sie da schon wieder? Ach, ihn hier. Hast du gut gemacht. Sehr schön. Gut gemacht. Okay. Und hier war jetzt nichts mehr, ne? Nein, ich weiß, ich bin doppelkontrollierend. Man weiß ja nie. Ich glaube, das war es hier auch wieder mit dem Apartment. Ist hier noch was im Dings? Nee. Dann raus mit uns. Komm. So. Kommen wir von da oder nicht? 303. Irgendwas ist hier. Da, ja. Alles klar. Ich weiß nicht mehr, wo der Hausmeister mit seiner Nabelschnur wohnte. Was? Fest zu. Keinen Spalt öffnen. Was ist hier? Revolverkugeln. Auch schön. Bis jetzt kommen wir mit unserer Axt zurecht, komischerweise. Okay, du sagst nichts. Ist hier noch was? Was soll die Blutspur? Ich meine, die geht hier lang, ist schön, aber... Außer Revolverkugel nix? Hm. Ist ja auch irgendwie blöd. Ist ja übrigens Eileens Apartment, ist ja ihr Zuhause. Ist das dann ihr Blut? Ich glaube schon, weil wir sind ja jetzt in ihrer Welt. Also in unserer, aber halt draußen. Warum ist da der kleine Little Walter? Wir müssen auf die andere Seite. Ich sehe schon. Wo waren wir jetzt noch nicht? Da waren wir, da waren wir. Da war irgendwie verschlossen. Wie in 304 war jetzt... Jetzt bin ich verwirrt. Wenn wir jetzt hier nochmal durchgehen... Dann soll hier verschlossen sein. Weil ich meine... Wir haben ja eigentlich einen Schlüssel, aber der geht ja anscheinend nicht. Ja gut, ich wollte nur wissen, ob... Ja, egal, komm. Komm. Bringt ja nichts.
Ja, wo jetzt hin? Können wir hier irgendwie durch? Nö. Was jetzt? Was habe ich jetzt übersehen? Ha. Können wir denn noch ganz runter? Aber wir waren ja schon... Wir waren im zweiten, wir waren im dritten. Was habe ich denn jetzt übersehen? Wir müssen irgendwie auf die 300-Seite, aber auf eine andere. Die geht ja nicht. Ich kann nicht weiter hoch. Kann man da irgendwie in so einem Fahrstuhl... Hier vielleicht noch mal runter? Kann man hier nicht runter? Hier waren wir doch auch schon auf beiden Seiten. Aber warum ist auf der einen Seite das nicht angezeigt? Bei 205, 206? Ich werde jetzt hier mal einen Cut machen. Das ist gruselig. Ja. Keine Ahnung, wo ich jetzt nicht war. Warte mal, wir können ja hier nicht... Können wir hier rein? Kann man hier irgendwo... Weil das Ding da so hängt. Komm ich denn mal... Komm mal mit. Ja, man müsste halt hier durchkommen, aber kommen wir nicht. Warum nicht? Man kommt auch nicht von hier jetzt irgendwie runter oder so. Nee, ich habe keine Ahnung. Ich werde das nochmal auschecken müssen. Was ich übersehen habe. Ob wie ich auf eine andere Seite komme, keine Ahnung. Ja. Ja, mir tut er auch leid, aber ich tue uns auch leid. Also... Ich finde unsere Situation jetzt auch nicht gerade super, Eileen. Vor allem du bist total angeschlagen. Leute, wir sehen uns im nächsten Part von Silent Hill 4. Bis dann.